Ja, herzlich willkommen, Schwarmsteckerfreunde, Seat Mii Electric. Ja, vorab vielen Dank an die Leasinggesellschaft aus Bielefeld, die Firma Electrify GmbH e-flat.com. Die haben uns das Fahrzeug zur Verfügung gestellt, um ein Testvideo zu machen. Machen wir doch glatt, ne? Was ich hier cool finde bei der Firma, die haben auch noch andere Leasingfahrzeuge oder Leasingmodelle. Es ist immer monatlich kündbar. Ich binde mich nicht. Es gibt keine Mindestlaufzeit etc. pp. Es ist im All-Inclusive-Paket alles mit dabei. Versicherung, Steuer, Verschleiß, Bremsen, Reifen, weiß ich noch alles. Und das finde ich schon cool. So kostet die Kiste hier mit ein paar Ausstattungsdetails, was sie dazu genommen haben, 168 Euro Brutto-Leasing im Monat. Pff, was willst du mehr, um einfach mal Elektromobilität zu erfahren, sage ich mal. Ja, wirklich zu erfahren. Ja, kommen wir kurz zum Fahrzeug. Seat Mii Electric, Grundpreis 20.200 Euro. Dann gibt es noch den Seat Mii Electric Plus. Da kostet dann mindestens 21.300 Euro. Es gibt nur eine Motorenvariante, da kommen wir gleich noch dazu. Auch nur eine Akkuvariante, aber ich finde, das reicht. Ja, und die Brüder sind Skoda Citygo und Volkswagen e-Abt. Die gehören auch noch dazu. Jo, jetzt würde ich sagen, flitzen wir nach hinten ab zum Kofferraumcheck, zum Heckcheck. Bis gleich. Heckcheck. Wenn ihr abgedunkelte Scheiben haben möchtet, müsst ihr mindestens die Mii Electric Plus Variante nehmen. Dann habt ihr ab der B-Säule abgedunkelte Scheiben. Ja, wir haben in dem Fall hier dieses Fahrassistenzpaket mit an Bord. Das kostet 311 Euro. Da haben wir dann die Parksensoren hinten. Dann haben wir Ambientebeleuchtung, da kommen wir dann noch dazu, und Tempomat mit an Bord. Wie gesagt, 311 Euro, dann habt ihr die Parksensoren. Können durchaus Sinn machen, aber da wir ein relativ abgehacktes Heck, sage ich mal, haben, ist es mit dem auch so relativ gut zum Einparken. Aber immer ganz gut, wenn sie dann dabei sind. Ja. Rückfahrkamera, das suchen wir vergeblich, das gibt es keine für das Fahrzeug. Kommen wir zum Kofferraum. 291 Liter Ladevolumen haben wir hier. So, was wir jetzt an Bord haben, das ist das sogenannte Easy Flex Paket. Das kostet 122 Euro. Dann ist Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, also der Fahrersitz höhenverstellbar ist Serie. Wir haben geteilte Rücksitzlehnen, 40:60, ansonsten haben wir 100%. Und wir haben hier so einen doppelten Boden und noch einen Haken vorne am Handschuhfach, um da ein Däschler abzuhängen. Da kommen wir dann aber noch im Armaturenbrett-Check mit dazu. Wie gesagt, dieses Paket kostet 122 Euro, kann durchaus Sinn machen. Wir klappen mal um, dann haben wir nämlich 923 Liter Ladevolumen. Das ist alles wirklich völlig entspannt. Zack, rausziehen. Schön easy going hier. Ja, und dann einfach bloß hier nach vorne drücken. Und dann haben wir schon umgeklappt, dann haben wir unsere 923 Liter Ladevolumen und dann haben wir eine richtig ebene Fläche und jetzt kommt der doppelte Boden ins Spiel. Sehr leicht. Entweder ich nehme ihn raus, ein bisschen quer, zack, und ansonsten haben wir hier nochmal einen Boden. Da ist unser ganzes Pannenset drin, das serienmäßig mit an Bord ist. Dann kriegen wir dann auch noch ein bisschen Krusch rein. Hier hinten können wir dann auch noch ein bisschen Krusch rein tun, Ladekabel etc., was man so möchte oder wie man es gerne hätte. Dann nehme ich den Boden, tun wieder rein. Dann kann ich den auch ganz nach unten machen. Zack, dann ist er ganz unten drin. Oder ich, wie gesagt, ich tue dann eins hoch und tue ihn hier einhängen. Na, komm her. Zack. Und dann habe ich meine ganz normale Fläche und muss nicht so tief einladen, wenn ich schwerere Sachen habe. Ja? Und die gerade mal, sage ich, hier reinpassen. Ja? Ja, wir haben Kofferraumbeleuchtung in Serie. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 Haken sogar, um was einzuhaken. Verzurösen haben wir hier keine, brauchen wir aber nicht. Was wieder ein bisschen blöd ist, finde ich, ist, dass die Ladekante hier lackiert ist. Das heißt, die wird relativ schnell irgendwann mal verkratzt sein. Aber das haben einige Modelle. Ja, aber da vielleicht ein bisschen aufpassen. Und von der Höhe her, ja, es geht. Also die Ladekante ist nicht mega hoch. Aber ich finde, so hat man dann doch hier richtig Platz, um irgendwo mal was Großes einzukaufen oder was wegzubringen. Das finde ich echt eine coole Geschichte. Ja, wir haben, jetzt klingelt es gerade, egal. Ja, wir haben hier 1230 Kilo Leergewicht und wir dürfen 370 Kilo zuladen. Ja, jetzt sind wir hier hinten fertig. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab auf die Rücksitzbank. Bis gleich. Bevor wir zum Rücksitzbank-Check kommen, kurz Ladesystem. So, was wir Serie haben, ist Typ 2. Ja, da müssen wir geschwind. Das machen wir kurz. Ja, lassen wir so. Das verschließt sich immer extra, finde ich ein bisschen umständlich, muss ich gestehen.
Kurze Zeit ist es mit aufgeschlossen, wenn wir das Auto aufmachen, aber irgendwann verschließt sich das innen drin und da muss man das Typ 2 hier nochmal extra mit dem Aufknopf aufmachen. Jo, Typ 2 AC können wir hier in dem Fall bis zu 7,2 kW laden und dann brauchen wir gut knapp 4,5 Stunden, dann ist das Fahrzeug wieder voll. Was jetzt cool ist, wir können natürlich auch CCS extra ordern, kostet knapp 600 Euro, 585 meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist dann Gleichstrom und dann können wir bis zu 40 kW laden, das heißt in einer Stunde sind wir zu 80%, dann wieder vollgeladen. Ja? Das kurz zum Ladesystem, wie gesagt hier CCS und hier Typ 2, ne? 7,2 kW Max, 40 kW Max. Jo, ich stecke mal den Schlüssel hier rein. Ja, kommen wir zur Rücksitzbank. Griffe, Außengriffe, Türgriffe, jetzt haben wir es, ne? Sind in Wagenfarbe lackiert, das ist Serie. Lässt sich gut öffnen, vom Geräuschpegel her gut. Jetzt habe ich das Wort gefunden, innen drin, es ist nicht zu 100% verkleidet. Daraufhin gibt es halt auch, sagen wir, dämmtechnisch nicht die perfekte Lösung, aber ich finde, für das haben sie es wirklich gut gemacht. Wir haben in dem Fall hier Ausstellfenster, ja. Wie war es noch einmal? Aufziehen, also nach hinten wegziehen und dann klappen die hier so raus. Die haben sich wahrscheinlich dafür entschieden, weil ansonsten, wenn man welche zum Kurbeln braucht, hätten wir hier ein Zwischenstück reinmachen müssen, dass wir dann die Scheibe runterlassen können. Sie haben sich für das entschieden, okay, für hinten reicht es. Wenn mal öfters jemand hinten mitfährt und die Scheibe runter machen will, ist es ein bisschen, ich sage mal, ungeschickt. Ja. Aber egal. Hier kann man noch eine Kinderverriegelung machen, das heißt, Schlüssel rein rumdrehen, dann kann man von innen nicht aufmachen, falls ihr das suchen solltet. Jo, deswegen haben wir auch hinten keine Fensterheber, logisch. Ich steige mal ein. Also ich bin jetzt gefahren, ich rutsche mal rüber. Beim Mi Electric Plus ist der Himmel schwarz, bevor ich es vergesse zu sagen. So, und ich finde jetzt, jetzt mache ich das mal hoch. So. Ich finde es eigentlich ganz cool hier. Also ich bin jetzt gefahren, also ist auf mich eingestellt, ich bin 1,80. Der Sitz ist ein bisschen höher eingestellt, aber ich habe unten richtig mega viel Platz, wenn du mal da runter guckst. Also auch wenn man jetzt dicke Winterstiefel hat, könnte man hier kurzfristig ein bisschen rumfahren. Also das finde ich cool. Kniefreiheit, okay, ist jetzt grenzwertig. Wenn ich jetzt schon 1,90 wäre, wäre das schon ungeschickt. Also bis 1,80, wenn vorne 1,80 sitzt, geht's noch. Aber nicht mehr. Schenkelauflage, okay, relativ kurz. Allerdings, ich finde es recht bequem, muss ich gestehen. Mittelarmlehne suchen und vergebens, das gibt es keine. Das brauchen wir jetzt aber auch nicht. Panoramadach gibt es auch keines. Was es leider auch nicht gibt, ist irgendwie USB-Anschluss Typ 2 oder Typ 3. Das sucht man hier hinten auch zum Laden vergebens. Beziehungsweise, das gibt es im ganzen Auto nur einer. Da kommen wir vorne noch dazu. Ja, und ansonsten, es ist so schon cool gemacht. Hier haben wir noch Kleiderhaken, das finde ich okay. Ja, wir haben Kinder Isofix auf den äußeren Sitzen, die sind Serie. Die brauchen wir nicht extra ordern. Und ansonsten haben wir halt maximal 4 Personen Platz. Ja, keine 5, es ist ein 4-Sitzer. Ja, weil wir haben hier kein Anschnallgurt in der Mitte. Also nur zu viert. Aber für das reicht das Auto völlig aus. Ja, ansonsten sitze ich hier echt bequem, muss ich gestehen. Also wir haben Integral. Sitze, das heißt, die Kopfstütze sind aus den vorderen Sitzen integriert. Können wir nicht verstellen, aber haben, finde ich, eine optimale Position. Hier hinten können wir noch irgendwas zum Trinken reinstellen. An der Seite, in den Türen leider nicht. Okay, das ist alles so ein bisschen Kunststoff, aber es fühlt sich so eigentlich relativ gut an. Jetzt würde ich sagen, gehen wir vor zum Armaturenbrettcheck, zum Frontcheck. Bis gleich. Frontcheck, Armaturenbrettcheck in dem Fall. Ja, wie wir jetzt hier sehen, haben wir auch den Beifahrersitz höhenverstellbar und runter geht es genauso. Also wenn man drauf sitzt, geht es natürlich besser. Ja, das ist in diesem Paket, EasyFlex Paket mit dabei für 122 Euro. Wie gesagt, dann ist dann der Beifahrersitz auch höhenverstellbar, der Fahrersitz ist höhenverstellbar. Ja, kurz zu den Sitzen. Von der Schenkelauflage finde ich es eine optimale Lösung. Die Glasseitenhall und so etc., da brauchen wir nicht drüber diskutieren, geht gegen null. Aber sie sind, finde ich, recht bequem und gut gepolstert und von der Höhe her mit den Integralkopfstützen auch richtig gut, ja, muss ich sagen. Also da kann man nichts sagen. Fangen wir bei dir vorne an. Wir haben hier
Airbag-on-off-Schalter irgendwo. War schon drauf. Ja, war ich schon drauf, genau. Ich habe es nämlich nicht gespürt. Genau, da ist er. Ja, falls ihr dann praktisch ein Kind auf dem Beifahrer sitzt. Oh, man hat mal geschehen, ich muss hier meinen Bobbel wieder drauf machen. So, jetzt ist der Bobbel auch wieder drauf. Genau, ich finde, es ist von der Haptik her richtig gut gemacht. Mit dem, da steht hier Mi Electric. Also ich finde, es ist schon, das kommt sehr positiv rüber und bringt so ein bisschen Frische ins Auto. Gefällt mir gut. Handschuhfach. Und jetzt haben wir auch den Haken gefunden, was in diesem Paket mit dabei ist. Und zwar hier runterziehen. Dann könnt ihr hier eine Handtasche reinhängen. Für die Damen vielleicht ganz cool. Ja, aber haben wir ein bisschen suchen müssen gerade. Aber machen wir gleich auf, Handschuhfach. Von der Größe her, ich sag mal, ist es okay. Hier kann man noch eine Brille reinlegen. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Haken, um was reinzuhängen und hier einen Kuli einzustecken. Also, und hier ist der Knopf, um praktisch das Reset zu machen, wenn ihr den sucht für die Reifendruckkontrolle. Der sitzt hier, ja. Da lange drauf drücken, dann resettet er sich. Das findet ihr hier im Menü nicht. Also Schalter ist hier. Ja, machen wir wieder zu. Nicht abschließbar leider. Okay. Ja, klassische Handbremse haben wir noch. Yeah. Und vom Geräuschpegel her finde ich das richtig dezent. Ja, nicht so. Ja, also sind so Kleinigkeiten. Ein Gang stufenlose Automatik. Wir haben zwei Fahrmodi, sprich einmal den D-Drive-Modus und dann haben wir noch den B-Modus. Und den finde ich richtig gut, weil der richtig stark rekuperiert und bis auf null runterbremst. Und allerdings ein Manko wieder, wir haben es ja schon getestet, Luca, gell? Ja. Dass er nicht immer die Bremslichter anmacht, obwohl er gerade bei Nacht oder bei Dunkelheit schon recht gut verzögert, muss man sich darauf einstellen. Ja, das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich sage, wenn dann die Bremslichter angehen, dann kann ich mich darauf vorbereiten als Hintermann. Aber da, der druckt schon ganz gut runter hier. Und dann rekuperiert er aber auch richtig gut. Aber jeden, wie er möchte, sprich, ich gehe dann einmal zurück, da kommt ein neuer Fahrcheck dazu, wie das Ganze funktioniert. Ja, ein Knopf hier weiter vorne. Hier haben wir nochmal den Knopf, um die Ladebuchse hinten nochmal aufzumachen. Dann den Öko- und Öko-Plus-Knopf. Ab 30 Stundenkilometer abwärts macht er die Heizung aus, um Strom zu sparen. Boah, haben wir schon, ne? Schmerzlich erfahren müssen, beziehungsweise du, Luca. Jo. Ja, genau. 12-Volt-Steckdose ist Serie, sowie der Getränkehalter. Wenn man dann hier rumdreht, dann kann man noch den praktisch fixieren, die Flasche oder Dose oder irgendwas. Dann kann man dann aber auch den Bügel wieder zurückdrehen. Ne? Hier. Das ist auch Serie. Hier kann man noch ein bisschen was ablegen. Ja, alles Hartkunststoff, aber im Verhältnis mit diesem glatten Kunststoff hier ist es eigentlich eine, ich sag mal, für die Preisklasse eine angenehme Konstruktion. Wir haben Klimaautomatik Serie, Spurverlassassistent ist auch Serie. Wenn ihr Sitzheizung möchtet etc. oder ein Lederlenkrad, Lederschaltknauf, müsst ihr die Plus-Variante nehmen. Ja? Kurz zum Lenkrad, wenn ich schon dabei bin, das ist nämlich relativ rutschig. Ja? Also da würde ich das Lederlenkrad gerne in Serie haben. Aber dafür ist es in der Höhe verstellbar, in der Länge nicht. Das ist auch Serie. Ja, weiter kurz zum Radio. Wir haben DAP Plus auch serienmäßig mit an Bord. Wir können sogar, wenn man das hier sieht, das Blau, die Farben, aber da kommen wir noch zum Ambiente-Video dazu, ändern. Das ist dann auch Serie. Da machen wir aber ein extra Video, wenn es dunkel ist, dass man das besser sieht. Klimaautomatik, Klima bzw. serienmäßig an Bord. Hier haben wir den Schalter für On-Off, Spur-Verlassassistent. Einen, wo das nervt, wenn der dagegen lenkt oder so, kann man es da ausschalten. Ansonsten relativ einfach, Menü, Phone, Radio, Media, an, aus, rechts, links, völlig überschaubar. Ja, hier kann man dann auch noch AUX einstecken, wenn man möchte. Und hier hat es noch einen Slot für eine SD-Karte, um die einzustecken. Also ein paar Sachen sind dann schon on board, wo man nutzen kann. Ja, das finde ich ein cooles Detail. Hier kann man, wenn man möchte, zack, sein Handy einstecken, das dann festspannen und dann hebt es. Und jetzt musst du einmal umschwenken, weil hier hinten oben drauf ist dann noch ein USB-Typ-2-Stecker. So, sieht man den von da oben? Ja, da, genau, da ist er. Da kommt auch noch warme Luft hier oben raus. Das ist nicht nur zur Zierde. Die ist zwar ein bisschen weit oben am Kopf, aber dafür, wenn wir es unten warm haben möchten, müssen wir halt mehr auf die Fußheizung machen. Ja, und ansonsten wieder hier drauf drücken und links drauf drücken, dann gehen die Seiten hier auf. Ja, und das ist serienmäßig mit an Bord. Das müssen wir nicht extra ordern. Ja, kommen wir zum Fahrerteil hier rüber. Wie gesagt, Lenksäule in der Höhe verstellbar, aber nicht in der Länge. Wie gesagt, ein bisschen glatt. Wir haben Zentralverriegelung mit Fernbedienung, ist auch serienmäßig mit an Bord. Wir haben hier rechts
Die Seite ist Akkustand. Ja? Leider Gottes, wenn er lädt, geht die nicht mit hoch. Das heißt, man kann nicht erkennen, wie voll er ist. Nur über die Seat Mi App. Die Series oder beziehungsweise die Konnektivität mit Android Audio und Apple ist da. Und wie gesagt, das ist auch Serie, muss man sich nur die App runterladen, das Fahrzeug registrieren und dann kann man sich da den Ladezustand angucken. Aber vor Ort, wenn man laden tut, sieht man das hier nicht. Und dann geht auch, wenn man während dem Laden, geht leider keine Heizung. Das haben wir auch schon probiert, das funktioniert leider nicht. Ansonsten links haben wir dann noch Charge-Rekuperationsanzeige und ich sag mal, Drehzahl vom Elektromotor, in der Mitte die große Anzeige für Geschwindigkeit. Wenn man das Lenkrad ganz runter macht, sieht man die Geschwindigkeit nicht mehr ganz. Dann müssen wir halt hier ist der Bordcomputer-Knopf Trip, umstellen auf digitalen Geschwindigkeitszähler oder ähnliches. Ja. Genau, links, dann haben wir den Tempomat, das ist das Fahrassistenzpaket, was ich gesagt habe, für 311 Euro. Der ist hier oben auf dem Wischerhebel drauf, den Channel und On-Off, der ist hier oben, wenn man den sieht, ne? Genau hier. Und dann mit Plus-Minus kann ich die Geschwindigkeit eingeben. Ansonsten haben wir natürlich ganz normal den Blinker plus Fernlicht. Ja, links Lichtautomatik haben wir keine. Wir müssen das Ganze manuell machen. Elektrische Fensterheber sind Serie. Manuelle Spiegel gibt es ja serienmäßig an Bord. Wer elektrische möchte, muss mindestens das Mi Plus Paket nehmen. Ja, genau. Also, ja, einmal eingestellt ist okay, es gibt Schlimmeres. Ja, Spiegel auf der Fahrerseite haben wir keine. Dafür haben wir den Spiegel auf der rechten Seite der S-Serie, den müssen wir nicht extra ordern. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ein paar Flaschen kriegen wir rein. Keine riesigen Flaschen kriegen wir hier rein, aber ich sage mal, 0,5 Liter, 0,7 Liter gut. Vielleicht können wir auch einen 1,5 Liter reinquetschen. Ja, ansonsten. Was ist eigentlich hier vom Armaturenbrett? Jetzt gehen wir über kurz zum Achs, zum Frontcheck, zum Motorcheck, würde ich sagen. Bis gleich. Jo, 14 Zoll Stahlfelgen haben wir Serie. Beim Mi Plus haben wir dann 16 Zoll Alufelgen Serie an Bord. Wir haben Frontantrieb und vorne Scheibenbremsen, hinten haben wir Trommelbremsen. Ja, gehen wir gleich über zur Front. Wir haben hier Halogen H4 Birnen. Es gibt kein LED-Licht. Das Einzige, was es noch gibt, sind LED-Tagverlichter ab der Variante Mi Plus. Und Frontsensoren sucht man auch vergebens. Ansonsten ist es eigentlich ein relativ schnuckeliges, kleines Auto. Macht richtig Spaß, da kommen wir noch im Fahrcheck dazu. Ja, das war's von der Front eigentlich. Jetzt gehen wir noch kurz zum Elektrikraum über. Bis gleich. Zum Motorencheck oder Motorraumcheck, bevor wir es vergessen. Hier oben an der Windschutzscheibe, da sieht man nochmal das Spurverlassassistenzsystem. Und ab Mi Plus haben wir dann auch Regensensor serienmäßig mit an Bord. Ja? Ja, kommen wir kurz zu den Daten. 83 PS, 212 Newtonmeter. Das finde ich schon ganz ordentlich. Wenn es nass oder feucht ist, zerrt er schon ganz schön an der Vorderachse, also bis 50. Zieht er schon ganz gut an. Kommen wir aber noch im Detail noch im Fahrcheck kurz dazu. Da freue ich mich drauf, weil er echt Spaß macht. Ja, 130 Vmax, 12,3 Sekunden auf 100. Wendekreis ist richtig gut, irgendwas mit 9,5 Meter. Also er ist schon wirklich flott, quirlig, perfekt eigentlich für die Stadt unterwegs, muss ich sagen. Ansonsten, ja, Motorraum gibt es nicht viel zu sagen. Bitte überall hier die Finger weglassen, keine Motorwäsche machen. Das System ist dafür da, um das Fahrzeug vom Strom zu nehmen, wenn wir zum Beispiel dran arbeiten, wenn wir die gewissen HV-Ausbildung dafür hat, was wir zum Beispiel alle haben. Wir haben bis zur HV3 hier, wir dürfen praktisch alles an den Fahrzeugen machen. Ja, wichtig einfach, für den Fahrer hier das Spritzwasser und das sitzt ganz vorne und ist sogar relativ groß. Das finde ich gut und man muss nicht über alles drüber schwappen. Und ansonsten der Rest, Kühlflüssigkeit, Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, das ist alles ein Thema, wo man eigentlich nichts dran machen muss. Ja, schnuckeligen kleinen Motorhalter haben wir. Ja, und ansonsten gibt es vom Motorraum nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, ab auf die Strecke, dann gibt es nachher noch das Fazit. Ja, und dann war es das schon. Also bis gleich. Fahrcheck-Checker-Freunde. Ich jetzt ein bisschen runter machen. Ja, jetzt bin ich in dem Modus unterwegs, ganz normal Drive. Wenn ich vom Gas gehe, rekuperiert er relativ entspannt. Mache ich B. Ja, merkt man schon, zack. Wie er rund zickt. Und das Entschuldigung, eigentlich. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Ja, genau. Dann gehen wir wieder hoch. Er bremst schon runter, 40. 35, 30, 25, 20, ja, ist schon brutal. Macht er echt gut. Ich mag den B-Modus. Es ist so dieses One-Pedal.
Beschleunigen und Bremsen mit einem Pedal. Ich fahre selber ja ein i3 und von dem her bin ich das gewohnt und komme gut damit klar. Man muss halt immer wieder so eine Nullstellung finden, aber wenn man das mal rausgefunden hat, hat man natürlich die maximale Rekuperation, ja. Und ansonsten geht man wieder, legt man wieder eins zurück, dann ist man im D-Modus entspannt. Klicken, B-Modus, D-Modus entspannt. Ja, also. Ansonsten, wie gesagt, das Lenkrad ist ein bisschen, finde ich, rutschig. Ja, aber ansonsten, gute Größe, Übersicht, finde ich, ist super gut. Also, dadurch, dass die Scheiben hinten durchgezogen sind und dann natürlich nur zum Aufklappen sind, hat man da nichts dazwischen. Und vom Fahrwerk, da ist jetzt heute ein bisschen feucht, aber da macht richtig Spaß. Ja, ein bisschen Traktionsprobleme durch das hohe Drehmoment. Ja. Aber ansonsten läuft er gut. Jetzt bremsen wir mal runter. Bremst. Hat ein bisschen komischen Druckpunkt wie so eine Art ABS, aber ansonsten macht er das gut. Jetzt gehen wir mal hoch. Schupp, schupp, schupp. 80, 90, 100. Gut, reicht. Also die Leistung für das kleine Wägele mit 1,2 Tonnen völlig ausreichend. 200, was waren es, 12 oder 11 Newtonmeter. Absolut, ja, ausreichend. Bedienung super gut hier, also hier auch mit der Handyhalterung, finde ich echt cool, ist aufgeräumt, muss nicht irgendwo eine Klammer suchen, irgendwas reinstecken, irgendwo was draufkleben, draufklatschen, perfekt. Ja, Hebel liegt gut in der Hand, Handbremse. So sitze ich eigentlich recht bequem mit den Sitzen, muss ich sagen. Also kann man durchaus mal auch eine etwas längere Fahrt machen. Ich finde es cool, einfach vom Gas gehen oder vom Strom, sagen wir mal so. Und an die Bremse, an die Kurve ranbremsen. Ne, so optimal. Spurhalteassistent oder Spurverlassassistent funktioniert auch. Wenn wir jetzt mal hier fahren, zack, da lenkt er uns zurück, dann wird es gelb. Ja. Jetzt stellt er sich wieder drauf ein, sobald es da grün ist. Das heißt, Lenkrad in die Hand nehmen, machen wir. Hier kann ich auch, wenn mir das zu blöd ist, dann ausschalten. Eichtrop. Hier eine Heizung direkt haben wir nicht, es kommt nur von hier oben was raus. Das strahlt mir hier oben, hier den Körper kriege ich nur von links. Also jeweils vom Sitzplatz rechts, rechts und hier von links. Aber sonst schon die Heizung, ich habe ein Video reingestellt, knapp 2 Minuten bei minus 1 Grad heute Morgen war die Scheibe frei, ohne Frontscheibenheizung. Die ist beim Plus-Paket mit dabei. Also der immer klasse Geschichte. Also beim Elektroautofahren muss man eigentlich im Winter weder frieren noch kratzen, außer man tut laden, weil während dem Laden tut er nicht heizen. Das finde ich schade. Ja. Kleine Traktionsprobleme. Ansonsten macht das Ding echt Spaß. Also ich finde den echt cool. Wir haben jetzt 150 Kilometer Reichweite, das sind noch kurz vor drei Viertel voll. Bin im B-Modus unterwegs. Hey, also fühlt sich alles rund an. Und die Übersicht gefällt mir halt wirklich gut. Da ist klar, ist ein Kleinwagen, aber der ist wirklich gut hinten raus. Lassen wir den nochmal schön über die Kurve fliegen und dann haben wir es schon. Zum Fazit, ich muss sagen, das Seat Mii ist schon wirklich ein schnuckeliges Auto und ich finde, der macht echt Spaß. Oder Luca, Kameramann, was sagst du? Ja. Wir sind auch schon eine Weile gefahren. Macht mega Spaß. Macht echt mega Spaß, das kleine Ding, man glaubt das gar nicht. Man muss es aber auch ganz neutral sehen. Ja? Es ist eine andere Liga wie jetzt EQC, Tesla etc. pp. Ist wirklich ein Kleinwagen, aber das machte er, finde ich, richtig gut. Er hat seine Schwächen, da machen wir dann auch eine Stärken-Schwächen-Liste. Wieder mal meine persönliche Meinung dazu. Ja, versicherungstechnisch ist er eigentlich auch ganz gut. Er hat überall Typklasse 15, das heißt, er wird auch nicht so viel Unterhalt kosten. Ja, dann aber nochmal vielen Dank an die Firma Electrify GmbH, sprich e-flat.com, dass wir das Fahrzeug testen dürfen. Guckt mal rein, monatlich kündbar mit All-Inclusive-Paket. Das heißt, immer monatlich fahren, keine Sorgen haben und wenn kein Bock mehr, einfach kündigen und abgeben. Ja, einfach gut, um das einfach mal zu erfahren, wie Elektromobilität ist. Ja, er fährt sich gut. Ja, Optik normal, ja, 3,50 Meter. Kleines Auto. Ja, noch kurz zur Reichweite, bevor ich es irgendwann mal vergessen habe. Um die 250 Kilometer im Sommer
und ungefähr knapp 200 Kilometer im Winter. Wir machen jetzt noch bei 0 Grad, wenn wir noch einen Reichweitentest fahren, guckt es euch an. Und ansonsten ja, kleines schnuckeliges Auto, das war's schon, bleibt weiter gesund und wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr. Luca, danke fürs Hüllen. Und dann würde ich sagen, bis bald, euer Checker Mario. Ciao. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter verfolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch anklicken könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao.